Hallo und willkommen zurück zu Shinanyas Let's Plays und Kingdom Come Deliverance. Wir sind in der letzten Folge nach Tarnberg geflohen und haben dem hiesigen Burgherren Bericht erstattet und wurden dann herzlich von seiner Gemahlin empfangen mit Essen und Speisen, und in der Nacht kam sie noch zu uns und nein, sie hat nur mit uns gesprochen. Und ja, jetzt wurden wir gerade wieder geweckt von, ich weiß gar nicht, was seine Rolle ist, dem Kämmerer. Weil soll ich gehen, da andere Leute aus Scarlet scheinbar hierher kommen. Hauptmann Roba. Aufgepasst! Wenn es Sigismund ist, seid auf das Schlimmste gefasst. Lasst euch nicht einschüchtern. Hört auf mein Kommando und alles wird gut. Was ist los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Deshalb würde Sigismund bei Nacht auf Talmberg vorrücken. Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Skalitz eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Späher von Herrn Divisch sagen, Sigismund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Und Herr Ratzig ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Es ergibt keinen Sinn. Was haben die Späher noch gesagt? Nicht viel, denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht, Sigismund hat verdammt viele Männer, zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Möge Gott über die... Halt! Wer ist da? Der Teufel und seine Dämonen! Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welche Erleichterung! Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier! Oh, du bist wirklich noch wach, Divisch? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich! Naja, du hast ja auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Sigismunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Talmberg verbringen? Nein, nein. Wenn Sigismund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Rathay. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Sigismund kommt, solltet ihr euch ergeben, Divisch. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Hat doch gerade gesagt, dass er daneben steht. Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr, aber zuerst muss ich noch mal zurück nach Skarlitz. Du bist wahnsinnig! Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Divisch, bitte sorge dafür, dass der Junge hier in Talmberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck. Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund, und viel Glück. Richte Herrn Hanisch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück.
Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Habt ihr gehört, Leute? Abmarsch! Der Weg bis nach Latai ist nicht mehr rein. Erst dachte ich, das ist eine Falle, dass der da langläuft. Na, findet er seine Betty? Die könnte doch eigentlich dabei sein. Wie kann ich helfen? Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Hey, ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachgängst. Natürlich, ja. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorgen, liebe Wohl. Aber was heißt Wache halten? Vielleicht gucken, ob außen irgendwas passiert? Oder ob auf dem Wall irgendwas ist? Schöner Blitz. Na, kommt gleich wieder einer. Ganz viele Pfeiler. Schlurfst herum wie ein verlorenes Schaf. Glaub nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und... Mach ich. Etwas warten will, kannst du die Zeit überspringen. Und dann, lange noch. Mit Müdigkeit und Hunger weint du dich während des Überspringens zu. Okay. Sehr leicht. Wollen wir mal reinschauen? Schlossschmiede. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Zeiger, Hilfe. Brauchst du einen Dietisch? Setz auch Ersatzsamen. Indem du A beim anvisierten Schloss gedrückt hältst, ein Diagramm, das schließt mich und du musst den Dietisch an richtigen Stelle einsetzen. Ja, verrät dir die Größe des Zeigers. Dieser färbt sich golden. Das Goldene hatten wir doch schon mal. Verstehe ich irgendwie nicht ganz. Okay. Viel Gesundheit. Was hältst du von der... vielleicht ja, das ist mir nicht wichtig. So, was hieß es? Ich soll warten. Meine Energie geht trotzdem runter. Warten wir mal einfach eine Stunde. Kann scheinbar auch jederzeit abbrechen. Hey! Was? Gott sei mit dir. Was Gott? Oh, danke. Möge Gott über dich wachen.
Tja, wie lange soll ich hier warten? Das Gebläse klingt, glaube ich, nicht gut. Macht schon den Weg rein! Los, raus! Schöner Sonnenaufgang. Sich dieser selbsternannte König die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Sigismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Aber du wirst womöglich noch überrascht. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Sei gegrüßt, Herr von Thalmberg! Das ist er! Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr, oder willst du so enden wie sie? Ich bin Herr Markwart von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen. Und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. Die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen? Indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Markwart. Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Thalmberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzig Kobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitzer Minen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Thalmberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig Kobilla nicht hier in Thalmberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr. Wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl. Wirklich super klein, das Lager. Rückzug.
hast meine allergrößte Bewunderung. Gehen wir zurück an die Arbeit, Robert. Hauptsache, er musste gerade seinen Streitkolben mit zwei Händen auf seine Schulter packen. Aber wenn die abgezogen sind, dann kann er ja wahrscheinlich wirklich nach Scarlet zurück. Der hat ihn natürlich erkannt. Was ist denn? Bestatte deinen Liebsten, Scarlet. Sprich mit deinem Ober. Beschaffe dir ein Pferd. Beste Grüße. Weshalb brannte Sigismund Scarlets nieder und kam... So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem... Was ist denn Kuttenberg? Nun, aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divel... Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf. Allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen... Aber weshalb griff Sigismund Kutten... Was glaubst du denn? Weil... die Stadt strategisch gut gelegen ist und starke Befestigungsanlagen hat. König Karl, möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevor... Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten. Woher kommen? Ich weiß nicht viel über sie, bloß das, was der Kämmer... Okay, nee, ist mir irgendwie... Herr Robert, ich muss nach... Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir... Meine Eltern starben dort. Und ich lasse nicht zu, dass die Hunde über sie herfallen. Grundgütiger Junge, willst du dein Leben für jene wegwerfen, die ihres nie mehr zurückbekommen? Lebe wohl. Jobs von Meeren. So, aber es ist Zeit mal wieder für eine Speicherung. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao, ciao.